Nach den ersten Tagen in Florenz holten wir unseren Mietwagen ab und düsten erst einmal gen Süden aufs Land. Das Ziel war eines der vielen Weingüter in der Toskana. Mit dem Weingut Montemaggio, welches sich im kleinen Chianti-Classico-Gebiet befindet, hätten wir keinen schöneren Ort finden können. Mehr Toskana-Stimmung geht wirklich nicht. Die Führung über das Anwesen, viele Erklärungen und natürlich eine Weinprobe kann einfach online gebucht werden. This is a very poor mineral, dry soil, very dry, dry soil. Nahe Poppi liegt Borgo i Tre Baroni in den Hügeln und bietet Entspannung, ein Sternrestaurant und sehr herzliche Mitarbeitende. Das tägliche Frühstück war der perfekte Start in den Tag. Wenige Kilometer entfernt liegt das kleine Bergdorf Poppi, welches im 13. und 14. Jahrhundert eine sehr viel bedeutendere Rolle spielte als heute. Ein Spaziergang durch die Gassen und der Blick über die Landschaft von oben lohnen aber den Abstecher. Was ihr in der östlichen Toskana noch alles unternehmen könnt, berichte ich euch dann in einem kommenden Video.
Abonniert gerne den Kanal und lasst einen Kommentar da, ob ihr auch schon mal in der östlichen Toskana unterwegs wart.